Ich hätte dieses Level schon fertig, aber da der nie diese scheiß Rolle macht, kann ich es ja nicht fertig bekommen. Mein Gott. Ja, das ist halt jetzt blöd. Mein Gott. Ach. So. Dann ist das jetzt der letzte Versuch. Also was heißt der letzte? Das ist jetzt der halt, in dem wir es schaffen. Nachdem ich erstmal, sagte er, nachdem er wieder einen dummen Fail hatte. Wann denn auch sonst? So. Wie gesagt, das Gute ist, dass man hier ziemlich viele Bananen bekommt. Also, dass man danach ziemlich viele Versuche hat. Und hier war ich ja auch schon ziemlich oft. Mir wäre es jetzt, wie gesagt, recht, wenn ich es jetzt endlich mal schaffen würde. So, jetzt abwarten eine Runde, jetzt den hier machen, den hier und dann nicht von diesem Scheiß getroffen werden. Dann hier stehen, rüberfliegen, zack. So, alles kein Problem. Alles kein Problem. Alles, wenn man es ruhig angeht, dann sollte es eigentlich auch funktionieren. Hier, alles kein Problem. Und wieso zum Teufel rolle ich immer in diesen Scheiß rein? Mein Gott, ich hätte jetzt noch Diddy. Und den könnte ich sowas von gebrauchen. Natürlich muss Diddy... Ach komm. Natürlich muss Diddy immer sofort sterben. Was denn auch sonst? War ich hier schon mal? Ich glaube nicht. Bäh, Hilfe. Ich wollte jetzt richtig auf den Tisch schauen, ich lasse es aber nicht um 8 Uhr, nicht um 8:30 in der Früh. Oder wie viel Uhr ist es mittlerweile? Ja, 40. Geil. Eigentlich hätte ich schon längst. Achso, ihr könnt auch... Ja, ich stelle mich heute sowieso so dumm an. Ich weiß nicht, was heute los ist, aber ich spiele heute so schlecht. Ich habe schon lange nicht mehr so schlecht gespielt. Achso, ihr könnt gerne mal unten... Ja, war ja klar. Ja, Nadja, fall halt gleich runter, ja, gell? Ist ja, reicht ja nicht, wenn du Schaden bekommst. Flieg halt gleich in deinen Tod, in dein Verderben. Wieso denn auch nicht? Wenn es dieser Versuch nicht wird, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann splitte ich. Soll das wieder eine halbe Stunde dauern, dann splitte ich es einfach. Dann bekommt ihr mich heute noch ein Part und ich kann auch dann das Bloodfest aufnehmen, weil ich dann kein Problem mit dem WLAN habe. Stimmt, dann splitte ich einfach den Part. Ja, oder ich schaff's halt jetzt. Also natürlich schaffe ich's jetzt. Du scheiß Drecks, noch was, Vieh. Ich hasse dich. Ich hasse dich sowas von. Was bist du überhaupt? Kreissägenmonster. Hässlich Fledermaus Gedöns. Genau so heißt es. Das ist der offizielle Name. Und wenn nicht, dann... Das ist jetzt der offizielle Name. So. Von dem lasse ich mich ja nicht treffen. Jetzt einfach warten. Das passt schon. Dann hier drauf. So, ist alles kein Problem. Vor allem mit Diddy Kong. Scheiß Kettensägen. Noch was. Was ist das? Das ist eine Mischung aus einer Kette. Du Scheißmonster! Du kannst mich mal. Und wenn jetzt diese scheiß Rolle nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Ja. Uhu, ich hab's mit einem Leben hier hinter geschafft. Dann werde ich es ja sicherlich jetzt überleben. Mit einem Leben. Ach, natürlich. Ja, wieso denn nicht? Werd halt von. Keine Ahnung, ich war nix drin. Ich war zwischen den Stacheln und zwischen dem Gegner. Hab nichts berührt. Aber natürlich stirbt er, weil er einfach keinen Bock mehr hat. Ja, du. Das macht halt jetzt schon keinen Sinn mehr. Das Problem ist, ich kann's aber auch nicht restarten, weil ich dann. Ich deine Puzzleteile verliere und keinen Bock hab, die alle wieder neu zu holen. Wie gesagt, sonst blüht ich's einfach. Hier, ich lasse mich dann fallen, um hochzuspringen. Und ich lande immer direkt, wenn... Ja, ich spring doch, du... Alter. Spiel... Ja, nee, ja, gut. Ach, verreck doch. Geil. Geil. 14 Leben noch. So viel habe ich jetzt noch gar nicht verloren. Aber da ich mit diesem... Ich komme immer so weit... Alter, ich hasse sie einfach, die Fledermäuse. Kettensägen, Fledermäuse, ich kann schon gar nicht mehr reden.
Ja, ach so, und vorne war das nämlich ein Treffer, wo ich so gelandet bin. Kettensägen, Fledermäuse, ich hasse euch. Wieso Kettensäge, Kreissäge, aber trotzdem, ich hasse euch einfach. Ist mir egal, wie ihr heißt, ich hasse euch so oder so. Egal, welchen Namen ihr habt. So. Oh mein Gott. War alles so geplant. Eindeutig, was denn auch so sonst. So, und ich habe gehört, dass wir es jetzt hat schaffen werden und keinen dummen Treffer bekommen. So, hier einfach mal ein bisschen warten, dann fliehen, dann den hier. Dann kann man hier noch klopfen, kriegt man was. Und dann springt man. Ach so, dann passiert natürlich das hier. Was denn auch sonst? Geil. Und jetzt habe ich schon wieder nicht mehr so viel Bock. Wenn das jetzt ein Treffer. Wieso mache ich immer diesen Fehler mit diesen scheiß kreisigen Fledermäusen? Ich hasse die sowas von. Wieso sind die in diesem scheiß... Naja, nicht Scheißspiel, aber wieso sind die in diesem Spiel? Ich hasse sie einfach. Sie sind einfach der größte Abschaum, den dieses Spiel zu bieten hat. Kreisigen Fledermäuse. Wofür... Kann mir mal einer erklären, wofür man kreisigen Fledermäuse braucht? Ach so, natürlich. So. Ich habe keinen Bock, hier runter zu rutschen. Merkst ihr, Spiel. Alter, dieses ja! Ja gut, also ich hätte schon zwei, drei Mal auf den Tisch gehauen, aber das geht nicht. Darf ich ja morgen haben und ich nehme uns alle Nachbarn weg. Geil. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich keinen Bock, alle Nachbarn zu wecken. So, das Einzige, worauf ich Bock habe, ist jetzt dieses scheiß Level zu Ende zu spielen. Nein, es ist kein scheiß Level, es ist ein cooles Level. Okay, ich höre lieber auf. Oder vielleicht, wenn ich das gesagt habe, dass es ein cooles Level ist, schaffe ich es jetzt ohne Damage, du Dreckskreissäge. Ja, ist mir egal, wie dieses Vieh heißt, es ist einfach ein Scheißvieh. Und zwar ein ziemliches Scheißvieh. So. Also, wenn das jetzt ganz oben ist, dann mache ich einfach die Rolle drüber. Ist mir egal. Es ist mir egal. 4 von 5 Puzzleteilen. Und jetzt hat. Ach so, natürlich. Ja, ist ja. Ja, natürlich. Gell, wenn man springt, dann treffen einen diese Viecher trotzdem, weil, ich meine, wieso denn auch nicht? Gut, dann, ja, würde ich sagen. Muss ich. Ach so. Wieso kommt dieses Scheißding immer dann, wenn diese. Man kann nur rüberspringen, wenn diese scheiß Kettensägenmonster, Kreis, Fledermäuse, Scheiß, was weiß ich auch immer kommen. Alter. So. Okay, jetzt lasse ich mich fallen und springe dann wieder hoch. Und in der Sprunganimation. Ja, natürlich, dich, du scheiß Dreckslevel, ja. Ich bin echt happy, ne? Ach, so Donkey Kong. Weißt du, wenn er nicht rollt oder so, dann kann er absolut gar nichts. Du kannst selbst gar nichts. Solange du nicht rollst und wenn du keinen Diddy Kong hast, dann bist du einfach nur. Du kannst absolut nichts, Donkey. Alter, das Spiel, dieses Spiel. Kann ich nicht einfach mal. Hier, vor allem das Problem ist, ich sterbe ja so oft, weil ich immer von diesem scheiß Dinger getroffen werde. Hier, wenn die rauskommen, ja, okay, und. Ach so, und das, da passiert dann nichts, ja, ist klar. Ach, und da passiert dann wieder was, wo ich nicht richtig getroffen wurde. Natürlich, wieso denn auch nicht? Ich meine, wäre sonst langweilig. Wenn ich hier jetzt noch Full Life hätte, wäre ja langweilig. Ich meine, dann könnte ich das Level ja schaffen und das, ja, wollen die Entwickler ja nicht, dass man das Level schafft. Die wollen ja, dass man sich übelst über das Spiel aufregt. Geht das? Es geht. Okay, es geht. Okay, jetzt kommt dieser Scheiß. Gut, alles gut. Aber ich muss noch übelst viel vom Level schaffen. Und jetzt kriege ich keinen Schaden. Gut. Ja, ich hab ihn noch. Ich hatte ihn hier vorhin auch noch. So. Also, es ist machbar. Es ist alles machbar. So, wenn ich hier rüberfliege, dann sollte es. Du hast mich nicht getroffen, du Scheiß. Und ich hasse auch dieses Rutschen, weil das ein kompletter Müll ist. Das Rutschen, das ist ja komplett. Das ist der größte Müll. Hier, das ist der. Das funktioniert nicht gut. Das ist einfach nur Scheiße. Ach so, da wurde ich jetzt getroffen. Dieses Rutschen ist der größte Scheiß, den dieses Spiel zu bieten hat. Das ist echt der größte Scheiß. Ach du scheiß Drecksvieh, Alter. Ja, ich bin happy. Ich bin echt happy. So, der Part wird gesplittet. Da steht jetzt schon fest.
Jo, dann kriegt ihr wenigstens heute noch ein Part. Ne? Ach so, ach so. Hier, ihr seht's. Während ich bin immer, der springt, nachdem ich getroffen wurde, ist immer noch der Sprung da. Weil ich genau dann losspringe und dann getroffen werde. Ich werde immer in dem Sprung noch getroffen. Was ist das? Also jetzt lande ich, jetzt fliege ich, komm, okay, gut. Okay, gut. Dann nochmal. Okay, geht doch alles. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. So, und weil kein Problem ist, will dieses Spiel auch keins machen. Ich war eigentlich an der Ecke, wo man eigentlich gar nicht getroffen werden könnte. Also doch, kann man natürlich, weil sich das Spiel so gedacht hat, ja, das ist cool. Aber da sind gar keine Stacheln. Also rein logisch gesehen wäre es nur logisch, wenn man da nicht getroffen... Ich habe eigentlich gerollt. Wenn man da nicht getroffen werden könnte. So. Ja, ich spring immer. Mein Gott. Ich hasse dieses... Gut, ich hasse das Level einfach. Ich hasse es einfach. Ich hasse diesen Scheißdreck. Hallo. Okay, ich versuche mich zu beruhigen, aber ich habe ja schon übelst viele Leben gelassen. Einfach nur, weil diese Stacheln sind der größte Scheiß, weil die einen nicht gescheit treffen können. Die treffen einen immer dann, wenn man da rauskommt. Das ist so ein Scheiß. Hier, guck, ich warte jetzt hier sogar ab. Gut, dann spielen wir halt safe. Safe, komm. Stacheln sind draußen, ich komm. Zack, dann fliege ich hier rüber. Safe, es ist safe. Dann, zack, hier. Alles kein Problem, du Scheißspiel. So, alles kein Problem. Ich habe immer noch Full Life. Und geht alles gut. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich wieder... Ah, werde ich nicht von den Stacheln, weil sie doch auf... Ach so, und dann geht es mit den Stacheln doch nicht mehr so. Ach so. Okay, gut. Dann fliegen wir mal rüber, treffen den. Werden komischerweise dann auf einmal natürlich nicht von den Stacheln getroffen. Weil es logisch ist oder so. Ich war doch nicht mal in diesem scheiß Stacheln. Ja, Diddy Kong, sterb. Nein, sterb nicht. Ich habe keinen Bock, das Level ohne Diddy zu machen. Weil es einfach richtig übel ist ohne Diddy. Und es ist ein Level, was ohne Diddy nicht so viel Spaß macht. Wie? Wieso? Wie soll man es denn schaffen, wenn der genau hochspringt, wenn man da lang geht? So. Ach so, und jetzt kam man da natürlich rüber. Dieses Rutschen ist so schlimm. Dieses Rutschen ist so schlimm. Wenn man nicht rutschen will... Oh, ich könnte kotzen. Ich bin noch gesprungen! Du Spiel, dieses... Man wird immer getroffen. Immer, egal was man macht. Man wird immer getroffen. Ja, prinzipiell ist das Spiel cool, außer man wird die ganze Zeit von irgendwelchen Scheißviechern durchgehend getroffen. Mein Gott. So. Ja, mache ich halt hier. Okay, sind wir jetzt bei Abkürzen mit Mr. Snow. Ich zeige euch jetzt, wie man das Spiel spielt. Indem man einfach gar nichts richtig macht. Ach so. Natürlich dreht sich das Ding schon wieder schneller als ich selbst, aber das ist alles kein Problem, weil ich den Scheiß einfach überspringe. Gut. Den Chest kann man leider nicht überspringen. Hier auf eine Rolle, ne? Wieso denn? Ach so, natürlich kommt dann dieses Mistvieh schon wieder. Ist ja logisch. Mhm. Hier, man kann. Ach so, natürlich. So. Jetzt darf ich gleich mehreren von diesem Schmarrn auf einmal aus. Ach so. Okay. Okay, ich hab's verstanden. Das Spiel mag mich nicht. Kann ich verstehen. Ich mag's nämlich auch nicht. So, jetzt rutsche ich natürlich schon wieder. Einfach weil das Spiel es kann, rutscht man. Wisst ihr? Einfach weil das Spiel es kann. Nicht. Es macht keinen Spaß, das Rutschen. Es ist einfach nur. Gut, es soll auch keinen Spaß machen. Es soll Leute demotivieren oder was. Wenn man zurück... Ach so, und dann, wenn man zurücklenkt, lenkt es nicht zurück. Okay, 30 Minuten. Ja, der Part wird schön gesplittet, weil ich den heute definitiv nicht mehr hochladen kann. Und wenn ich das jetzt... Ah, ja, ich würde einfach sagen,
Wisst ihr was? Ich schneide den jetzt einfach den Scheiß. Dann kann ich dich nämlich sogar noch ein bisschen hochladen. Ich schneide es jetzt einfach. Gut. Wird jetzt einfach geschnitten bis dahin, wo ich entweder verreck oder ich mich aufreg oder... Ja, ich es geschafft habe. Du Scheißvieh, ja. Gut, das war jetzt kein Schnitt. Du... Ach, du kannst mich doch mal spielen. Ja, wenn das jetzt der Versuch wird, dann... Pff, was soll ich dann machen? Wenn das jetzt der Final... Wenn das jetzt der Versuch wird, wo ich es schaffe, dann... Sagen wir so, dann wundere ich mich. Ich hasse dieses... Ich hasse das. Wie soll man das denn sonst schaffen? Soll man komplett drüber springen? Das ist so ein Scheiß. Okay, geschafft. Wisst ihr, dass ich bei 6 Minuten eigentlich schon am Ende war? Dass ich bei 6 Minuten eigentlich schon, dass ich bei 6 Minuten war ich am weitesten. Bei 6 Minuten Aufnahme ich am weitesten. Und jetzt habe ich stolze 33 Minuten. Wie? Wie wird man da getroffen? Kannst du mir das mal erklären, Spiel? Wieso kann Donkey Kong auf einmal nicht mehr richtig springen? Das ist nur an der Stelle. Der kann da einfach nicht mehr springen. Ich verstehe es nicht. Was hat Donkey Kong bitte genommen, damit er nicht mehr springen kann? Ach so. Ach ja, jetzt geht's gar nicht mehr. Ich glaube, das Spiel will einen einfach demotivieren, damit man es in die Ecke schmeißt und einfach aufhört. Habt ihr gut gemacht, Entwickler. Nein, die Entwickler sind natürlich ganz nett. Hoffe ich zumindest. Willst du mir mal erklären, wie ich das geschafft habe? Ach so, ach so, ach so. Na ja, gut, okay. Ja, das natürlich. Ich hasse das, wenn du vorausahnen musst, was passiert. Das Problem ist nämlich, da hätte man jetzt wahrscheinlich eine Rolle machen müssen. Und dieses Problem aber daran ist, dass du im Vorhinein nicht weißt, dass du da eine Rolle machen musst. Das heißt, beim ersten Mal kannst du es eigentlich gar nicht schaffen. Also du bist irgendwie Hellseher. Ach so, ja, natürlich wurde ich jetzt schon wieder getroffen. Juhu, das macht ja so viel Spaß. Ja, pff. Ich bin schon... Ich hasse das, ich hasse das. Man wird immer genau dann getroffen, wenn man losspringt. Ja, kannst mich mal. Kannst mich einfach mal spielen. Mein Gott. Ja, natürlich. Ja, ist gut. Das ist irgendein Holzgegner, den Donkey Kong eigentlich komplett leicht zerstampfen könnte. Solche Fledermäuse, mein Gott, dann schlägt halt einmal auf den Kopf und dann geben die auch Ruhe. Aber nein, natürlich. Die Fledermäuse sind nämlich die gefährlichsten Gegner. Und diese Holzpappfiguren, noch was, was weiß ich. Ach, ach, natürlich. Natürlich, du Spiel. Ja, ach, ach, natürlich wird man dann runtergebeamt, was weiß ich. Ich wurde getroffen und statt, dass ich langsam runterfall, bin ich instant unten. Geil. Ach so, ja, sicher. Du kannst mich mal... Ich hasse diese Mistviecher. Das sind einfach nur irgendwelche... Ja, du scheiß Donkey Kong, du kannst gar nichts. Weißt du das eigentlich? Du bist einfach nur irgendein Drecksaffe, der absolut nichts... Ja, okay. Ja, ach so, dann wird er natürlich nicht... Ah, logisch. Dann wird er nicht getroffen. Ich mache jetzt aus dem ersten Part mache ich eine Viertelstunde und aus dem zweiten dann wahrscheinlich irgendwie so 50 Minuten, oder? Jetzt macht er schon wieder keine Rolle, obwohl man rollt. Dieses Problem ist, wenn würde wenigstens diese Steuerung gut funktionieren... Dann wäre es ja toll, aber mit diesem Scheiß schütteln. Der rollt in den Stellen, wo er rollen soll, rollt er echt nicht. Und das Problem ist natürlich, ja, ich könnte es einfach nur sagen, weil ich keinen Bock habe, aber. Achso, ja, das Problem ist nämlich, Achso, dann wird man gleich noch zwei. Ach, natürlich. So funktioniert also das Spiel. Man wird einfach 500 Mal am Stück getroffen. Ach so, und durch den Treffer habe ich es jetzt geschafft. Ah, aha. Hä? 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 Ich war noch nicht mal oben drauf und habe schon Schaden bekommen. Jetzt wollte die Rolle wieder nicht. Geil. Diese Stelle ist so lang. Ja, ach so, jetzt läuft Donkey Kong nicht, weil ich irgendwie angeblich leicht nach unten gedrückt habe. Er hat sich ja nicht mal bewegt, also habe ich nach unten und auf die Seite gedrückt. Ach so. Ja, logisch. Was denn auch sonst? Ich war nicht mal drin. Ach du... Wartet kurz. So, okay. Also, ich... Einfach, weil ich es kann.
Habe ich jetzt nachgeguckt, wo das fünfte Puzzleteil ist. Einfach, keine Ahnung. Ich war zwar noch nicht da. Okay, man hätte zwar am Ende gesehen, wo es ist, aber man hätte nicht, vielleicht nicht gewusst, wie es ist und dass es fies ist. Ach ja, ist gut. Das Puzzleteil ist fies. Man denkt nämlich, dass man es nicht bekommen hat, aber man hätte, zum Zeitpunkt, wo man denkt, dass man es nicht bekommen hat, also hat man es auch noch nicht bekommen, aber man hätte es noch gar nicht bekommen können. So, gibt es nämlich einen Trick. Das sehen wir dann aber, ich würde sagen, später. Was heißt später? In einer Minute, wenn ich dann da bin. Hä? Na gut, mir soll es recht sein. Ach, mir soll es recht sein. Ich sollte nicht so gierig sein, ne? Viel zu gierig. Viel zu gierig. Ja, viel zu gierig. Gut, was hat das jetzt mit Gierig zu tun? Hä? Ach so. Ach, wieso muss der denn immer... Ich mag das nicht, weil der immer dasselbe machen muss. Ich lenke zurück, aber Donkey Kong will nicht. Ach komm, das ist doch scheiße. Ich habe noch 5 Leben. Ja, geil, wenn ich jetzt gleich... Geil, dann darf ich gleich übelst viele Ballons kaufen. Ja, natürlich wird man da getroffen. Ich hasse diese Stelle. Die ist einfach nur eine pure... Ja, ich bin auf dir gelandet, du scheiß Drecksvieh. Ach komm, das macht ja keinen Spaß. Dieser Schmarrn hier. Das hat schon wieder keine Rolle gemacht. Geil, wieso sollte er denn auch? Dann hätte man ja Spaß an dem Spiel. Und das möchte man ja vermeiden. So gut wie es geht, möchte man ja vermeiden, dass man an diesem Spiel vielleicht ein bisschen Spaß haben könnte. So, ach so. Hier sind übrigens eure, oder hier waren vorhin eure mehr oder weniger kleinen Ausraster, über die schon geredet wurde. Und ich glaube, zu diesem Gegner muss man kein Wort sagen, oder? Der ist einfach nur, sollte einfach nur nie wieder erscheinen, oder? Ich würde sagen, den... Ja gut, das war dumm. Ja, das war echt nur meine Schuld. Das war scheiß Spiel und das war das Dreckspiel. So, nein, das Spiel ist eigentlich schön, aber es regt trotzdem auf. Es ist halt schwer, ne? Es ist ein schönes Spiel, aber es ist schwer. BCB, die K-Level sind schwer. Der Rest war jetzt bisher noch nicht so schwer. Nur das erste und das vierte K-Level hänge ich irgendwie dran, weil ich schlecht bin. Gut, die sind natürlich auch schwer, aber das zweite und das dritte habe ich ja, glaube ich, ziemlich schnell geschafft. Gut, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie lange ich für die gebraucht habe. Fürs eine, ich glaube, fürs zweite habe ich irgendwie... Die habe ich doch beide ziemlich schnell geschafft. So, ich hoffe, dass ich das jetzt schaffe. Kann das nicht der Versuch nehmen, den ich schaffe. Ich habe jetzt nämlich, ehrlich gesagt, keine Lust mehr, noch länger zu brauchen. So, und hier springe ich jetzt einfach so hoch. Okay. Okay. Ja, ich habe es kapiert, dass du da bist, Gegner. Hallo. Und hier, wenn man hier noch die hat, dann ist es gar nicht mal so schwer. So, und ich hoffe, dass ich... Ich kann diesen Gegner einfach nicht leiden. So. Ich kann den Gegner nicht leiden. Okay, ich habe zumindest habe ich noch Didi. Ich würde mal behaupten, dass es noch was Gutes ist. Ach so, ich hatte noch was? Ich hatte noch 2 Leben. Oh mein Gott. Ich habe noch ein. Willst du mir gerade erzählen, dass ich noch ein Leben habe? Ich habe noch. Hallo? Ich hatte gerade noch 4 Leben. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Und ich bin am... Mehr oder weniger am Ende. Ich habe Didi verloren. Ich mag das Einzige, was jetzt nicht passieren darf, ist hier runterzufallen. Okay, okay. Das fünfte Puzzleteil ist gefährlich. Ich hab's. Easy.
Noch nie so einen einfachen Kartempel. Ich habe aber für den ersten länger gebraucht. Habe ich alles. 5 Puzzleteile. Ich würde sagen, da hatte die eure mehr oder weniger Ausrast. Ich musste keine Ballons kaufen. Mal sehen, wie lange das noch anhalten wird. Ach, 45 Minuten. Das ist für euch doll runtergekürzt. Wahrscheinlich ist der erste Part 15 Minuten. Ach so, hier, hallo im zweiten Part, ne? Ach. Ja, gut. Ich gucke einfach, dass ich dann irgendwann irgendwo vorne eine Stelle gefunden habe, wo ich es gekürzt habe. Keine Ahnung. Okay, 4K pieksende Preziosen. Bestanden. Im nächsten Part geht's in den Wald 5-1 Lianental. Und ja, das K-Level war fordernd. Ich mag's nicht. Also es war wirklich ein K-Level, was ich am wenigsten mochte. Das erste war, kann ich mich gar nicht mehr dran richtig. Kann ich mich richtig dran erinnern. Das war aber, glaube ich, nicht. Es war eigentlich. Ja, das erste war eigentlich gar nicht mal so schwer. Das zweite und dritte habe ich ja ziemlich schnell geschafft. Das vierte. Ich wurde die ganze Zeit getroffen, weil ich auf diesen Dingern, während ich hochgesprungen bin, wurde ich immer noch von diesen stacheln Dingern erwischt. Das war das ungünstigste Timing, was man haben kann. Also, oder was. Das Spiel hat extra so, hat mich extra getroffen. Okay, dann habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Hoffentlich sehen wir uns bei der nächsten langen Folge. Joa. Die Folge sollte ja schon sogar am Dienstag kommen. Huiuiui. Bei mir ist gerade noch Samstag 9 Uhr früh. Okay, ciao.